Der Frühling kam in diesem Jahr spät nach Waldorf. Und er brachte schlechte Nachrichten. Freust du dich denn gar nicht? Schau mal her. Dubai liegt am Persischen Golf. Das sind nur 5,5 Flugstunden von hier. Nur? Wie lange bleiben wir? Erstmal nur ein halbes Jahr. Stell dir vor, ich soll dort ein Hochhaus bauen. Aber da stehen doch schon genug Hochhäuser. Das sieht mein Auftraggeber aber anders. Das ist ein tolles Land. Das wird dir gefallen. Aber das ist doch mitten in der Wüste. Genau. Da ist es immer warm. Ich mag Jahreszeiten, Mama. Ich mag meine Freunde. Nelly, das ist eine Riesenchance. Du wirst auf eine internationale Schule gehen. Und ich trage den ganzen Tag einen Schleier, oder was? Nelly, wir müssen darüber reden. Was ist denn los? Ärger mit Tante Suse? Wird schon wieder. Wird nicht wieder. Mama will nach Dubai. Echt jetzt? Ach, cool. Was soll ich denn in der Wüste? Da gibt's super Hotels und riesige Wolkenkratzer direkt am Meer. Warst du schon da? Viel zu teuer. Aber ich würde gern mal. Dann flieg du doch mit. Von mir aus sofort. Ist doch gar nicht so schlecht. Mal raus aus dem Dorf. Aber ich bin doch erst hergekommen. Weiß Jonas eigentlich, dass du weg willst aus Waldorf? Endlich, weißt du was? Oh, ich dachte, du bist Pavel. Sorry, bin nur ich, Nelly. Aber bei der Begrüßung wäre es, gell? Lässt Mädchen gern warten, oder? Ich muss meinem Paar ja noch mit dem Kälbchen helfen, nicht? Das Kälbchen ist da? Süß. Sie versteht mich, Greta. Ich sollte Jonas nicht verraten, was Greta gesagt hatte. Dass sie weg wollte aus Waldorf. Wie wär's mit einem Picknick? Können wir machen. Was? Hör mal, der Kuckuck. Was machst du da? Wenn man zum ersten Mal im Jahr einen Kuckuck hört, soll man mit Geld in der Tasche klimpern. Ich hab keins dabei. Hat man das ganze Jahr genauso viel. Hat meine Oma erzählt. Bleib ich halt da. Geld ist eh nicht alles. Hey, was hast du denn? Du hast doch was. Hey, warte. Dubai. Wow, das ist der Wahnsinn, ich weiß. Aber ist es da nicht schwierig für eine Frau? Erst recht noch als Chefin. Also Dubai ist ziemlich international. Und außerdem arbeite ich ja für eine europäische Firma. Und wie nimmt Nelly das auf? War ja klar, dass sie keine Luftsprünge macht vor Freude. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Danke. Ich habe gerade von Greta erfahren. Darf ich ein bisschen mit dir angeben in der Wirtschaft? Meine Schwägerin baut einen Palast für den Emir. Naja, immer, das ist doch die Chance, auf die du immer gewartet hast. Und vor der Nelly immer Angst hatte. Aber es war doch klar, dass das hier nicht für immer ist. Sie hat sich halt so an euch gewöhnt. Schwer zu glauben. Das ist ein Riesenkompliment für uns. Für uns ist Nelly ja auch schon fast eine Tochter, ich weiß. Sag's ja bloß nicht so oft. Ach ja, die wird das toll finden. Das ist doch ein Riesenabenteuer. Wahrscheinlich rettet sie demnächst Kamele vor dem Verdursten. Wann geht's denn los? In 10 Tagen schon. Ich springe für jemanden ein, ich musste ganz schnell zusagen. Hm? Und so ein Hochhaus entsteht ja auch nicht über Nacht. Ich habe von Leuten gehört, die haben mehrere Jahre gebraucht, um ein zweistöckiges Haus zu renovieren. Lohnt sich das überhaupt noch? Was lohnt? Naja, die Scheune auszubauen. Geht doch alles im Bach runter. Was geht Bach runter? Haben Sie Probleme, Chef?
Das ganze Dorf hat Probleme, seit diese Frau hier Bürgermeisterin ist. Mach mal weiter, ich. Schon fertig? Nein, ich hol nur die Bohrmaschine. Was willst du denn jetzt mit der Bohrmaschine? Ich denke, ihr reißt erstmal alles runter. Vinzenz, du hast so lange den Bürgermeister gemacht. Ich hab's ganz gut gemacht. Ja, du hast es gut gemacht. Und jetzt ist Annette dran und du hast endlich Zeit, mal die ganzen liegen gebliebenen Sachen anzupacken. Und außerdem hast du auch ein bisschen mehr Zeit für uns. Und es ist doch auch... Okay. Ihr geht aber nicht in den hinteren Teil der Scheune. Das ist gefährlich. Der alte Heuboden kann einstürzen. Was ist? Warum so traurig, hä? Habt ihr nicht gehört, Kukuka? Wenn er ruft, das bringt lange Leben. Die Scheune reparieren. Das wäre doch ein Job für deine Mutter. Ein Grünfink. Ja, die Färbung kommt später. Aus dem Nest gefallen. Ich habe den Kuckuck gehört und dachte, dass... Ein Kuckuck ist das auf keinen Fall. Wahrscheinlich hat der Kuckuck ihn aus dem Nest gestoßen. Es scheint ihm gut zu gehen. Ich kann nichts finden, keinen Parasitenbefall, keine Verletzungen. Und was passiert mit den Vogelkindern, die kein Nest mehr haben? Wie wär's, wenn du dich um ihn kümmerst? Oh ja, das würde ich gern. Nimm ihn schon mal mit und ich sag dir später, was du zu tun hast. Und schön warm halten. Mach ich. Danke, Onkel Philipp. Raus! Alles klar? Ja, ja. Wolltest du ihn etwa großziehen? Ich... Das ist nur, weil sie gehen muss. Ich mag die Kleine. Ja, ich mag sie auch. Aber Grieshaber mag sie nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Er mag Nelis ganze Familie nicht. Und am allerwenigsten mag er Dr. Hansen. Das ist mir aufgefallen. Vielleicht hasst der Frau Hansen sogar noch ein bisschen mehr. Weil sie jetzt Bürgermeisterin ist. Kann gut sein. Und er wird ihnen ganz bestimmt keinen Gefallen tun. Wenn es überhaupt ein Gefallen ist. Hier, die Scheune wird ja komplett neu wieder aufgebaut. Besser als vorher. Aber das kostet viel Geld. Und das soll er ausgerechnet Nellys Mutter geben. Na, wenn die Scheich sie haben wollen, wird sie eine verdammt gute Architektin sein. Wenn die Scheichs sie gar nicht mehr haben wollen. Habt ihr mal versucht, ein Vogelbaby aufzuziehen? Ist gar nicht so einfach. Ich vergaß ganz, über unsere Abreise nachzudenken. Genau das hatte Onkel Philipp wohl gewollt. Du musst das essen, auch wenn es eklig aussieht. Glaub mir, deine echte Mama würde dir auch nichts anderes vorbeibringen, Robin. Robin. Ein schöner Name. Das ist übrigens ein Grünfink. Habe ich schon nachgeschlagen. Ich weiß auch, was er gerne frisst. Fressen sollte. Ich habe die ganze Zeit Fliegen und Mücken gefangen, weißt du? Das ganze Haus ist insektenfrei. Du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Guck mal. Probier's mal mit Brei. Das abnehmen, aufziehen, nehmen ihn in die Hand. Und so.
schon an dich gewöhnt. Es war nicht so schwer. Was wird das hier? Mama, ich kann nicht mit nach Dubai. Ich muss Robin großziehen. Er stirbt sonst. Er hat niemanden. Frag Onkel Philipp. Es dauert nur ein paar Tage, also höchstens 3 Wochen. 3 Wochen? Ich habe doch gesagt, dass wir spätestens in 10 Tagen in Dubai sein müssen. Ja, aber sie ist beschäftigt und du kannst dich auf deine Vorbereitungen konzentrieren. Also gut, dann kümmere dich um den kleinen Piepmatz. Aber wenn wir fliegen, dann fliegen wir. Speaker? Sheikh Ben Ali from Dubai. We don't want your service anymore, Mr. Speaker. Wer spricht denn da bitte? Was sagt sie? Hallo? We decided for another architect. Architect, das glaubt ihr nie. Stay in Germany. Thank you. Salam alaikum. Na, wie war ich? Toller Scheich. Warum nicht gleich auf Arabisch? Da habe ich noch Schwierigkeiten mit der Aussprache. Ah, Susanne. Alles klar? Angeblich ein Scheich, der mir den Dubai-Job absagen will. Dann muss ich gar nicht mehr fragen. Unterdrückte Rufnummer. Was wolltest du mich denn fragen? Ja, du willst ja weg von hier. Nelly will ja hier bleiben. Mit Cookie. Und da braucht sie ja einen Vorhund. Vormund, meine ich. Und ich dachte, das könnte ich sein. Susanne, ich weiß, wie man sich fühlt ohne Eltern. Nelly ist nicht ohne Eltern. Dafür brauche ich doch keine Architektin. Besser wär's. Und Frau Spieker braucht einen Job. Was ist das? Das ist der gefährliche Teil, der Einsturzgefährdete. Naja, du bist ja ein ganz passabler Zeichner. Danke. Das habe ich von Papa. Warum baut ihr mir nicht die Scheune? Du und dein Vater. Dann bleibt sie wenigstens in der Familie. Kann er schon fliegen? Wir könnten es ihm beibringen. Seit wann kannst du fliegen? Ich kann lesen. Man muss nicht fliegen können, um einem Vogel das Fliegen beizubringen. Nelly frisst doch auch keine Insekten, oder? Ich will sein Nest finden. Seine Mutter finden. Meine Mutter findet bestimmt. Wir sollten jetzt in die Klasse. Wenn mein Onkel recht hat, wurde er von einem Kuckuck aus dem Nest gestoßen. Was sollen wir da machen? Den Kuckuck rauswerfen? Schauen, ob vielleicht genug Platz für beide im Nest ist. Ich wollte euch noch Danke sagen. Wofür? Für den Anruf vom Scheich. Es war echt lieb. Und total doof. Meine Mama hat es natürlich durchschaut. Nelly wird uns also verlassen. Und weil ich finde, dass sie unsere Klasse sehr bereichert hat, möchte ich, dass wir eine ganz besondere Abschiedsparty für sie ausrichten. Was machen wir? Ein Feuerwerk? Ein Feuerwerk? Ja. Wäre es nicht besser, sie tagsüber zu verabschieden? Ach. Wie wäre es mit einer schicken Gartenparty? Können wir auch bei uns machen. Weil ihr beide ja auch so super befreundet wart. Ist doch egal jetzt, Ben. Sie geht. Und du feierst das schön, Kim, hm? So, ich möchte nicht, dass wir uns streiten. Nelly soll schöne letzte Tage bei uns haben und ich möchte, dass wir alle... Oh, hallo. Entschuldigung. Wir mussten noch was versprechen, Mama. Es tut mir so leid. Echt. Hey, Dubai ist schön. Wir waren letztes Jahr dort. Woher wisst ihr? Deine Mutter hat mich angerufen.
schreibst uns doch aus Dubai, oder? Musste das sein? Musstest du so unbedingt meiner Lehrerin erzählen, damit die es allen meiner Klasse weitersagt? Ja, musste ich. Damit mich alle anstellen und bemitleiden. Hättest du mich nicht vorher fragen können? Hätte ich. Stimmt. Alles entscheidest du alleine. Das wird in die bescheuerte Wüste ziehen. Wegen deiner beknackten Hochhäuser. Entschuldige mal, es kann doch nicht jeder Tiere zusammenflicken. Es muss doch auch Architekten geben. Sei bloß nicht so witzig, Mama. Nelly. Hass mich. Ich kann nicht so viel, dass du hier keinen vernünftigen Job findest. Kannst du nicht, nein. Dann geh doch alleine. Ich will hier nicht weg. Wir haben doch bisher alles zusammen gemeistert, meine Kleine. Ich bin eben nicht mehr klein. Ich will auch mal irgendwo zu Hause sein. Du denkst immer nur an dich. Ich wusste einfach nicht mehr weiter und beschloss abzuhauen. Wenn Mama unbedingt in die Wüste wollte, sollte sie meinetwegen alleine gehen. Wir können kein Fleisch mitnehmen, Cookie. Es verdirbt so schnell. Wir haben keinen Kühlschrank. Klar haben wir einen. Du wohnst hier, oder nicht? Oh, sorry. Ich vergesse immer, dass ihr gehen müsst. Schon okay. Findest du? Nee. Ich auch nicht. Wollt ihr schon los? Wegen dem Rucksack. Ich, mach bloß ein Picknick. Super, kann ich mit? Von mir aus gern, nur Pavel hat's vorgeschlagen. Er wollte mir irgendwas zeigen. Versteh schon. Ihr werdet ungestört sein. Viel Spaß dann. Danke. Mach's gut, Lilia. Cookie, komm. Hier, Robin. Das ist dein Zuhause. Und das ist dein Problem. Die Kuckucksmutter legt hier ein fremdes Nest. Dann schlüpft das Kuckuckskind und wirft alle anderen raus. Auch dich. Also muss ich jetzt deine Mama sein. Und Mama sagt, es ist Essenszeit. Nee, lass den mal noch stehen. Wo bleibt Nelly eigentlich? Ist schon ganz schön spät. Die ist picknicken mit Pavel. Aber ich soll eigentlich nichts sagen. Mit Pavel? Pavel hat eben hier angerufen und nach Nelly gefragt. Rätsel! Was ist? Nelly. Was ist mit ihr? Ja, wir wissen es auch nicht. Sie hat Lilia erzählt, dass sie mit Pavel picknicken geht. Ja, Pavel weiß nichts davon. Bei Gustav ist sie auch nicht und ihr Handy ist ausgeschaltet. Deswegen gehe ich sie jetzt suchen. Und ich werde sie finden. Du bleibst hier, falls sie kommt, okay? Keine Panik. Ja? Rätsel, komm! Na los! Nelly! Hallo? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Komm, Rätsel, komm! Ich hätte sie doch nicht gezwungen. Das sah nur für sie vielleicht so aus.
Ich glaube, Nelly hat sich einfach total hilflos gefühlt. Du warst so überzeugt und begeistert. Das war ich ja auch. Das bin ich ja immer noch. Aber du bei Suse, mein Gott, das ist überhaupt nicht Nellys Welt. Das hier ist ihre Welt. Aber sowas macht man doch zusammen. Man kann nicht ewig hier bleiben in diesem Kuhkaff. Hm? Doch, kann man. Will man sogar, wenn man so ist wie wir und Nelly. Nettie, das geht dir doch gut, oder? Ja. Es ist doch nichts passiert. Warum meldet sie sich nicht? Ich hab gesagt, ihr sollt nicht im hinteren Teil der Scheune spielen. Ist das der hintere Teil? Ja, sicher. Ich dachte, das da vorne wäre der hintere Teil. Und was machst du damit? Die Zwerge füttern. Welche Zwerge? Ich spiel doch nur. Es gibt doch gar keine Zwerge. Nein? Da wäre ich mir nicht so sicher. Komm, dann gehst du anders spielen. Den lasse ich aber hier. Warum denn? Na, für die Zwerge. Was ist los? Nelly ist weg. Weg. Weggelaufen? Ja, sieht so aus. Wo habt ihr sie denn zuletzt gesehen? Ja, es gab Streit mit der Mutter. Ich wollte Nelly adoptieren. Jungs, wir suchen mit, oder? Ja. Ja. Ich schaue in den Wald, ja? Du Norden. Ja, ich. Du Süden. Okay. Die würde doch Waldau nie freiwillig verlassen, ja, oder? Eben. Ja, eben. Wir finden schon. Gibt es hunderte Möglichkeiten, sich zu verstecken. Also ich bin ja hier aufgewachsen. Und wenn ich nicht wollte, dass mich jemand findet, dann hat mich auch niemand gefunden. Sie will nicht, dass man sie findet. Wollen wir das nicht alle mal? Danke, Leute. Die Fliegen haben ihm super geschmeckt von mir. Und jetzt schläft er. Deine Mama ist da. Dann ist es aus. Sie weiß nichts, aber die suchen dich alle. Ist sie wütend? Eher traurig. Sie weint sogar, glaube ich. Manchmal braucht man einfach Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Erwachsene und Kinder auch. Zwerge füttern, hat Paulina gesagt. Warte! Paulina! Runter! Sag mal, was macht ihr hier? Ich hab euch doch gesagt, dass es... Sie war Zwerge füttern. Komm jetzt! Schon schön hier. Der Wald, die Wiesen, der Hof. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang hier. Und ob ich nun Bürgermeister bin oder nicht,
Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Familie, das ist die Hauptsache. Kinder und Eltern, die müssen zusammenhalten, auch wenn es schwierig ist. Aber gerade dann ist es wichtig, dass sie füreinander da sind. Alles gut. Versprochen. Heute bloß nicht auch noch. Ist nicht so schlimm. Ist doch schlimm, wenn Nelly geht. Dann bleibt sie eben hier. Also wenn es für euch in Ordnung ist. Natürlich ist das für uns in Ordnung. Wir nehmen doch jedes Vögelchen auf, das ein Nest sucht. In den nächsten Ferien besuchst du mich, versprochen. Ja, Mama. Freunde sind unbezahlbar. So viel Geld hat kein Scheich. Mama fliegt nach Dubai, an den Wolkenkratzen. Und ich bringe Robin das Fliegen bei. Und wie man wieder nach Hause findet.